präsentiert. Einen, an dem schon lange gearbeitet wurde, der den Sturm verstärken soll. Der 26-jährige Algerier stellte sich heute vor, der Mannschaft und den Fotografen. Mohamed Amin Audia ist endlich ein Schwarz-Gelber. Viel Hickhack gab es um seine Verpflichtung. Zuletzt hieß es sogar, Audia wolle gar nicht in Dresden spielen, sondern zu einem tunesischen Club wechseln. Es gibt keine Zweifel. Ich habe mich für Dresden entschieden und bin gerne hier. Alle Anfragen hat mein Manager abgelehnt. Wie schön, dass es bei Dynamo einige Franzosen gibt. So fällt das Einleben leichter. Und Romain Brégerie, der hat jetzt einen Doppeljob und muss als Dolmetscher agieren. Das wird einfacher für ihn mit uns. Wir sprechen ein bisschen Französisch und er auch. Und er hat Idir ist auch von Algerien. Also das ist gut für ihn. Aber er hat gesagt, er ist hier für Arbeit. Mit der Mannschaft hat Amin Audia heute noch nicht trainiert. Fitnesstrainer Christian Canestrini nahm ihn erstmal unter seine Fittiche. Der Stürmer, der mit AS Sétif algerischer Meister wurde, weiß, dass er noch Defizite aufholen muss. Ich bin nicht ganz fit, da ich seit Ende Mai nicht mit einer Mannschaft trainiert habe. Ich werde das so schnell wie möglich aufholen, um zum Team stoßen zu können. Für Aufsehen sorgte der algerische Nationalspieler bereits vor seiner Verpflichtung, als ein Facebook-Foto von ihm auftauchte, auf dem er eine Pistole in der Hand hält. Ja, das Bild ist 3-4 Jahre alt. Ich habe damals in Ägypten gespielt und viele Tore geschossen. Um uns herum waren immer Bodyguards. Und da ich als Torjäger den Spitznamen Shooter bekam, gab mir mal einer seine Waffe. Und so ist das Foto entstanden. Wann Amin Audia für Dynamo auf Torjagd geht, wird sich zeigen. Gegen Union Berlin am Freitagabend wohl noch nicht. Die Doping